Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Age of Wonders Planetfall. Ja, wir spielen gerade die erste Kampagne, die Tutorial-Kampagne sozusagen. Haben beim letzten Mal unsere Kolonie begonnen auszubilden und unseren ersten Kampf beschritten. Den schon mal nicht mehr so gut, weil wir haben Verletzte. Muss ich dann auch mal rausfinden, das ist, ob die sich heilen mit der Zeit oder wie das ist. Ja, da halt wieder Auferstehung. Ja, das muss ich halt dann mal gucken, ob die Einheiten sich heilen oder ob ich sie heilen muss. Oder wie auch immer das läuft. So, hier wird jetzt gebaut. Und wir, marschieren mal mit unserem Helden weiter. Und beenden die Runde. You have just annexed the sector, and it can now be exploited for one of the main resources. Ideally, the chosen exploitation type matches the terrain and climb features of the sector for future leveling potential. Du kannst eine Bewirtschaftung via Sektorenproduktion Reiter im Menü des Koloniezentrums wählen. Je höher die Stufe des Sektors, desto mehr Gewinne sind durch Bewirtschaftung potenziell möglich. Nachdem der Sektor bewirtschaftet wurde, kann eine Spezialisierung darin errichtet werden, um den Profit des Sektors weiter zu erhöhen. Führe Forschung durch, um Sektorspezialisierung freizuschalten. Kommandant, dieser Sektor wurde erfolgreich an unsere Kolonie angeschlossen und gilt ab jetzt als Provinzsektor. Er kann bewirtschaftet werden, um zusätzliche Ressourcen zu gewinnen. Beginnen wir so schnell wie möglich mit der Bewirtschaftung dieses Sektors. Was hat die Terrain-Analyse ergeben? Wie können wir unseren neuen Provinzsektor am besten bewirtschaften? So, Pilz bewachsen, gibt Forschung und Nahrung, fruchtbare Ebenen, Nahrung und Forschung und Ressourcenknoten, Biokuppel, gibt Nahrung. Empfehlung ist landwirtschaftliche Benutzung. So, jetzt sind wir hier also in der Sektorenproduktion, das ist unsere Hauptstadt und wir wollen eine landwirtschaftliche Benutzung machen. So. So, die Zufriedenheit ist in Ordnung. Im Moment sind wir bei 0, also wir kriegen 0 Zufriedenheit, weil wir haben Koloniezentrum plus 10, Rassenbeziehung plus 2, aber minus 12 durch Unterhaltskosten. Oh, vielleicht ist es jetzt gar nicht so schlau, dass ich hier schon alles baue. Okay, ich breche mal das hier ab, weil wir müssen erstmal die Landwirtschaft machen. Also das hier lasse ich noch bauen, würde ich sagen. Die Militärkaserne, aber danach... Ja. Events listed in the right side of production ready. Objective completed. Sector annexed. Okay, da sind wieder Feinde, das sind auch 6. This is an army belonging to an NPC faction, a group of sentient beings native to this planet. NPC factions can be interacted with and will provide quests and issue demands. Die Besänftigung von NPC-Fraktionen führt zu diplomatischen Vorteilen, etwa der Fähigkeit, ihre Einheiten zu kaufen oder die Fraktion als Verbündeten im Krieg zu rufen. Leutnant Young, was zum Teufel machst du auf diesem Felsen? Ich dachte, du wärst noch auf Leaf 6 stationiert. Kommandant Jack Gelder, ich benötige dringend deine Hilfe. Unsere Siedlung wird von Hopperhunden überrannt. Wir brauchen Verstärkung. Wir schicken dir einige Baupläne für Waffenmodifikationen. Zeige wir es diesen Käfern. Verstanden, Leutnant. Lieutenant. Dieses Ungeziefer hat uns nichts entgegenzusetzen. Kommandant, bevor du dich in den Kampf stürzt, sollten wir unsere Einheiten modifizieren, um ihre Effektivität zu erhöhen. Wähle dazu unsere Armee aus und untersuche die Einheiten im Armeemenü unten, um herauszufinden, ob Mods für sie verfügbar sind. Wir können die Mods, die uns Lieutenant Young geschickt hat, für unsere Truppen oder Waffen verwenden, Kommandant. Denk daran, dieser Vorgang wird bei Waffen sofort abgeschlossen. Truppen sind hingegen eine Runde anfällig für Angriffe. Problem mit Hopperhunden. Hilf Daiju Jiang mit der Bedrohung durch die Hopperhund fertig zu werden. Also die deutschen Texte sind teilweise ein bisschen schlecht, echt. Aber gut. Okay, wir gucken mal. Mod. Okay, hier könnten wir 3 Mods einbauen. Stahl. Achso, der ist nicht verfügbar. Wir könnten Nanomaschineninjektor. 100% Genauigkeit. Verwende Nanomaschineninjektoren, um diese Einheit um 15 zu heilen und ihren Widerstand gegen alle Schadensarten für 2 Runden um 3 zu erhöhen. Kann nur einmal pro Kampf angewandt werden. Diese Mod gewährt der Einheit zusätzlich 1 Verteidigung.
Oder wir hätten noch Verbrennungsmodul. Die Laserwaffen dieser Einheit verfügen über eine Stärkechance von 8 Rot. Einheiten in Brand zu stecken und für 3 Runden Brennen auszulösen. Diese Mod gewährt einer zusätzlich 10% Schaden. Okay, ich würde hier auf jeden Fall die Nanomaschinen nehmen. Ah, okay, hier könnten wir jetzt auch Sachen kaufen, sozusagen. Ah, okay. Alles klar. Wir könnten sogar noch eine zweite Mod einbauen. Ja, dann geben wir auch unserem Helden beides, würde ich sagen. Macht ja total Sinn. Ausrüstung bestätigen. 32 Strom und 16 Kosmit. Das passt. So, dann haben wir den noch. Achso, man kann jetzt quasi bei allen dasselbe einbauen. Okay. Na, ich sag mal so, ich glaube, dem hier würde ich jetzt auf jeden Fall noch geben, weil der hat so einen Rundumschlag. Es macht eigentlich Sinn, dass... Mods have been assigned to a unit. A new template needs to be made for the modified unit. Jede Vorlage ist einzigartig und verfügt über einen eigenen Namen sowie ein eigenes Symbol. Werden die Mods einer Einheit mit einer existierenden Vorlage verändert, wirst du dazu aufgefordert, eine neue für diese Einheit zu erstellen. Eine Vorlage kann außerdem dazu verwendet werden, alle existierenden Einheiten desselben Typs gleichzeitig aufzuwerten. Okay. Namen der Vorlage. Anzünder. Okay, ach, das kann ich nicht ändern. Okay. Ach so. Entfachend. Ach, nehmen wir Anzünder. So. Die Mods dieser Einheit sind deaktiviert, weil sie aufgewertet wird. Okay, ich baue jetzt erstmal den beiden was ein. Ich weiß, greifen die jetzt an, wenn ich jetzt... Naja, ich würde mich da jetzt erstmal noch hier hinstellen. Und die Runde noch abschließen. Und hier wird auch noch gebaut. Nanomaschinen-Support. Ah! Quantum-powered molecular machines are not magic, they're science. But the uncertainty principle dictates that if I explain to you exactly how it works, it'll stop working that way. So just trust me, it's not magic, it's just probabilistic, quantum state-driven subatomic machines. Okay. Stanley Strangelove, Publicist, Small Tech Enterprises. Also wir haben jetzt freigeschaltet. Nanomaschinen, das ist sehr gut. Taktische Operation sofort. Setzt eine Nanomaschinen-Supportstation auf dem Schlachtfeld ab. Die Nanomaschinen-Supportstation verfügt über einen eingebauten Verschwommen-Mechanismus, der bei allen benachbarten Einheiten verdeckt auslöst. Zusätzlich heilt die Station alle benachbarten verbündeten Einheiten zu Beginn jeder Runde um 10. Die Nanomaschinen-Supportstation ist zerstörbar. Okay. Und taktische Operation sendet eine KAS-Drohne aus, die einer ausgewählten Einheit hilft. Die Drohne entfernt alle negativen Statuseffekte und gewährt für bis zu 3 Runden 2 Pfeile nach unten, während sie aktiv ist. Okay, jetzt könnten wir von hier quasi weiter. Void Tech. Phasenlaufmodulator. Und hier kann man quasi Klassen freischalten, okay. Intelligente Verteidigungsmodule. Verbessert Kampfsensoren, verflochtene Rüstung, schwere Laseranwendung, Verbrennungsmodul und Laserangriff. Ingenieurkorps. Einheit Ingenieur. Schrotflinte, Geschützturm platzieren. Okay, ich glaube, ich möchte erstmal hier hin. Hier wird noch geforscht. Ne, wird's nicht. Nahrungsentwicklung 1. Genmanipulierte Nahrungsplantage, Landwirtschaftsexportzentrum. Alle Nahrungssektoren erhalten plus 1 Stufe. Okay. Fortgeschrittene Genmanipulation kann zur Erschaffung von Supernahrung führen, die einen positiven Effekt auf die Biologie der Kolonisten hat und die Wachstumsrate der Kolonie ankurbelt. Auf höheren Stufen benötigen Kolonisten weniger Nahrungsunterhaltung. Benötigen deine. Und landwirtschaftliches Exportzentrum. Ein landwirtschaftliches Exportzentrum ist äußerst wichtig für effiziente Verteilung von Nahrung auf andere Kolonien. Auf höheren Stufen können bessere Nahrungserträge erzielt werden, indem der organisierte Fokus auf Nahrungsproduktion gesetzt wird. Okay.
Okay, hier eine Freizeitkuppel wäre schon mal nicht schlecht zu bauen, damit wir mehr Zufriedenheit haben. Okay, ich werde, glaube ich, als erstes mal die Nahrung erforschen. Das macht, glaube ich, Sinn. Our colonies require the means to protect themselves and ja, haben wir. Okay, Runde beenden. So. So, jetzt dürften die Einheiten eigentlich nicht mehr anfällig sein, oder? Ne, jetzt haben sie es eingebaut. Okay. Er ist auch schon wieder relativ fit, also die Einheiten heilen, haben wir das auch mal geklärt. Und dann würde ich mal sagen, greifen wir an. All armies adjacent to the defending army that are allied to either the defending army or the attacking army are drawn into combat as well. Das bedeutet, dass theoretisch bis zu 42 Einheiten gleichzeitig am selben Kampf teilnehmen können und dass eine Seite einen zahlenmäßigen Vorteil über die andere haben kann. Vor dem Beginn eines Kampfes wird eine spezielle Kampfprognose angezeigt, die alle am Kampf teilnehmen an ihnen anzeigt. Okay, unsere erste größere Schlacht. Los geht's. Ein Ausweider, okay. Das ist der Kommandant. Okay, wir rücken mal vor. Könnten auch schon angreifen. Hätten hier 90% Chance zu treffen, na dann machen wir das einfach mal. Oh, das zockt dem ja kaum was. So, ich denke mal, dass auch hier wahrscheinlich Höhenvorteil einem was bringt. Deswegen fahre ich mit dem mal hoch. Und platziere mich mal hier hinter. Wir drehen uns noch in die Richtung. Zack. Und zack. Ist das eine Nahkampfeinheit? Sehe ich das? Ne, sehe ich nicht. Naja. Okay. Ja, also wenn sie hier reinkommen, um uns zu attackieren. Hier weiß ich halt auch nicht, ob das schlau ist, sich da hinzustellen. Oh, den stellen wir hier noch mit hin. Kommt die Granate an? Nee, verdammt. Okay, dann machen wir hier auch einfach so. Ach, wir können sogar die... Ach so, die können wir auch spielen, okay. Schrotflinte. Geschützturm platzieren. Ah, nee. Ah, ich drücke zu oft Rechtsklick aus Versehen. Obwohl ich eigentlich... Obwohl ich eigentlich einfach nur abbrechen möchte. Oh, der macht auch Overwatch. Du gehst dahin. Okay, ich hätte jetzt fest mitgerechnet, dass die von der anderen Fraktion sozusagen, dass die sich von selber steuern. Aber finde ich ganz cool, dass dem nicht so ist. So, der soll mal kommen hier. Der Klingenschlund. So. Ey! Okay, ist schon mal einer gefallen auf jeden Fall von denen. Das finde ich ganz cool, dass da optisch wirklich auch welche, dass die zu Boden gehen. Aha. After the first round of combat, tactical operations can be launched by both sides. Tactical operations can be accessed using the operations interface button in the bottom right of the screen.
Ein Spieler kann eine taktische Operation nur dann durchführen, wenn er am Zug ist, wobei pro Runde nur eine davon durchgeführt werden kann. Die Durchführung von taktischer Operation kostet Energie und Operationspunkte. Operations ready. Okay. Hey, haben sie nicht gesagt, an der oberen rechten Ecke? Habe ich aufgeben, Kampfchronik, Sichtfeld umschalten. Ah, da. Kampfassistenz. Nanomaschinen-Support-Station. Das ist die heilt. Schredderbombe, wirft eine Schredderbombe über dem Schlachtfeld ab. Ja, dann fällt... Ein feldgroßen Bereich 12 Schaden verursacht. Außerdem besteht eine Stärkechance von 12 Blutung bei biologischen und Cyber-Einen. Laserangriff. Fordert einen Laserangriff auf das Ziel an. Dieser Angriff verursacht 25 Schaden mit gewaltiger Einschlag und hat eine Stärkechance von 8 Brennen auslösen. Und ich würde sagen, wo sehe ich denn? Wie viel. Ach, da. Ich habe 2 Punkte und habe noch so viel Energie. Okay, ich würde sagen. Hm. 38% Chance. Naja, gucken wir mal. Mann. Hier ist eine bessere Chance. A unit attacked from the sides or back is considered flanked and takes increased damage. Units in guard mode cannot be flanked. Okay, Einheiten, die von der Seite. Ja, okay, also im Wachmodus kann man nicht flankiert werden. Einheiten können gedreht werden, um in jede Richtung zu blicken. Einheiten, die bereits eine Fähigkeit angewendet haben, können jedoch nicht mehr gedreht werden. Fähigkeiten, die gegen ein Ziel gerichtet sind, drehen eine Einheit automatisch in Richtung des Ziels. Ah, okay. Enemy destroyed. Sehr gut. Habe ich ihn jetzt erwischt? Ich weiß es nicht. So, den würden wir wahrscheinlich down kriegen. Mit dem nicht. Na, warte mal, dann... Er hat noch 15 Leben. Dann probieren wir es jetzt einfach mal aus. Laserangriff. Ah. So. Enemy down. Finde ich gut. Die flankieren den ja. So, also wenn ich jetzt hier rüber renne, müsste ich ihn ja eigentlich flankiert haben, ne? Obwohl es kann sein, dass es zu weit weg ist. Da, 95% und er ist flankiert. Okay, eigentlich müssten wir ihn tot haben, bevor er sich wehren kann, hoffe ich. Nein! Verdammt! Enemy destroyed. Ja, es war auch angezeigt, habe ich gerade gesehen. Das Ding ist halt, das kriegen, der Schaden ist halt gut genug, als dass wir die Überwachung hinnehmen können. Die waren schon dran. Was seid ihr eigentlich? Ach, ihr seid ein Ingenieur.
Na, mal kriegt die das hin, von da anzugreifen. Die hat ja ein Scharfschützengewehr. Ah, Mist. Aber dann soll sie mal bis da rennen. Greift er, also das muss ich jetzt auch einfach mal testen. Wenn ich jetzt weglaufe, greift er mich dann an? Nee, okay, nur wenn ich ihn angreife aus der Nähe. Okay, alles klar. Ja, dann muss jetzt unser Held einfach mal tanken. Muss er jetzt mal durch. Aber ich glaube, das schafft er schon. Unterstützt die Zielkommando einer verbündeten mechanischen Einheit und verbessert ihre Treffsicherheit. Ah, okay, das gibt's also auch noch. Ja, der war halt total verschwendet, der Turm. Nein, jetzt geht er nicht auf meinen Helden. Oh Gott. Ah. Und das ist nur das Tutorial. Okay, ich würde jetzt mal sagen, wir geben unserem Helden hier den Kill, weil dann kriegt er halt Erfahrung. Enemy kill. Oh, hab ich noch eine Einheit verloren, ey. Das war dumm. They never stood a chance. Das war dumm. Vielen Dank, Kommandant. Du hast uns hier wirklich aus der Patsche geholfen. Keine Ursache, Lieutenant. Statusbericht. Was ist hier geschehen? Ein Trupp Außenweltler hat vor ein paar Zyklen den Planetenfall unternommen und unsere Position angegriffen. Ihr Angriff hat sich auf die Void-Tech-Anlage in der Nähe konzentriert. Wir konnten sie abwehren, haben aber einige Opfer zu beklagen. Gibt es Überlebende? Keiner auf ihrer Seite, aber unsere Kolonie wurde beim Angriff bis auf den Grund abgebrannt. Du siehst vor dir alles, was von ihr und meiner Einheit übrig ist. Was für ein Chaos. Ich bedauere deine Opfer, Lieutenant. Wie war das mit der Void-Tech-Anlage? Warum hatten sie es auf sie abgesehen? Ich weiß nicht, Kommandant. Alle Wissenschaftler, die von der Anlage wussten, sind beim Angriff umgekommen. Da unsere Kolonie zerstört wurde, konnten wir das Wahrzeichen nicht anschließen, um es weiter auszukundschaften. Gut, bringen wir hier wieder alles auf Kurs. Ab jetzt übernehme ich. Packt alles zusammen, damit wir uns erneut stationieren und eine vernünftige Kolonie aufbauen können. Lieutenant Young, geh vor zu dieser Void-Tech-Anlage. Verstanden, Kommandant. Objective completed. Da nun über eine neue Kolonisierungseinheit verfügst, kannst du eine zweite Kolonie gründen. Eine neue Kolonie wird deinen Einflussbereich auf diesen Planeten erweitern und dein Einkommen sowie dein wirtschaftliches Wachstum erhöhen. Du kannst eine Kolonie gründen, indem du die Kolonisierungseinheit ins Zentrum eines Sektors führst und dann Kolonie der Vorhut gründen in Sektorenfenster wählst. Eine Kolonie kann nicht neben einem Sektor, in dem sich bereits eine Kolonie befindet, gegründet werden. Untersuche das Void-Tech-Wahrzeichen außerdimensionaler Beobachtungskomplex anschließen. Okay. Okay, also das ist jetzt wirklich hier unsere Einheit. Ah ja, okay, jetzt kann man halt quasi jetzt gleich so ein Anzünder-Motorrad bauen und gibt das ja auch. Das finde ich cool, das ist ein cooles System, dass wenn du halt quasi eine Einheit modifiziert hast, dass du sie dann gleich so bauen kannst. Das ist eigentlich ziemlich cool. So. Ich baue hier auch mal einen Soldaten. Zum Schutz, würde ich sagen. Obwohl erstmal... Ja, nee, wir bauen erstmal die Freizeitkuppel, damit die Leute hier ein bisschen zufriedener sind. Kolonie erweitern. Da könnte man bauen. Okay. Ach, ich soll die Kolonie direkt hier bauen. Okay. Maver. Fraktion, die Anspruch auf diesen Sektor erheben. Jack Gelder. Kolonie der Vorhut entdeckt. Sektor als Provinz für Ostelon anschließen.
Okay, unsere erste neue Kolonie. Das dauert jetzt eine Runde. Okay. Ja, dann sind wir hier erstmal durch. Objective completed. Objective completed. Ah, jetzt könnte ich auch... Ah, das ist ja cool. Jetzt könnte ich sagen, diese Provinz gehört entweder zu denen oder zu denen hier. Wahrscheinlich müssen aber beide halt gleich gut versorgt sein, ne? Damit das läuft. Hier haben wir plus 4. Wir haben 17 Nahrung. Und im Moment, ja, also unsere 4 Kolonisten halt so verteilt, alles klar. Ah ja, und wenn ich jetzt hier quasi mir einen neuen Sektor hole, kann ich das anschließen und dadurch dann hier zum Beispiel einen Energiesektor draus machen. Okay, alles klar. Ah ja, das kann ich hier quasi entscheiden, was das jetzt hier werden soll. Okay, ich würde mal sagen, Energie ist wahrscheinlich wichtig. Dann machen wir mal hier einen Reaktorkern draus. Und holen uns mal, bevor wir das da machen, erstmal, kann man das angucken? Hier wäre Strom und Produktion sowie Nahrung und Forschung. Hier hätten wir dasselbe. Okay, also sind alles sehr durchschnittliche Faktoren. Dann holen wir uns einfach den als Kolonie dann gleich. Warnung, in 2,26 Sekunden erreicht dich eine gravitronische Welle. Gravitronische Welle? Was zur Hölle war das? Gravitronische Welle unbekannter Herkunft hat dieses System durchlaufen. Nun, es sieht so aus, als hätten wir noch all unsere Atome beisammen. Statusbericht. Erste Auswertungen besagen, dass die Leeranomalien einen Großteil der gravitronischen Kraft absorbiert hat und der Planet dadurch relativ wenig abbekommen hat. Zur weiteren Analyse werde ich mich mit der Voidtech-Anlage verbinden müssen. Dort gibt es fortschrittliche Sensoren, die auf die Leeranomalie eingestellt sind. Gut, wir machen uns auf den Weg und schließen dich so schnell wie möglich an der Voidtech-Anlage an. Im ganzen Gebäude sieht es nach Kampfhandlung aus. Lieutenant Young, ist die Anlage noch funktionstüchtig? Der Schaden am Gebäude ist nur oberflächlich. Die schweren Kämpfe haben sich außerhalb abgespielt. Ava, kannst du eine Verbindung mit der Anlage herstellen und ihre Sensoren verwenden, um herauszufinden, was mit der Leeranomalie geschieht? Der Zugriff auf die Anlage ist verschlüsselt, Kommandant. Zur Herstellung einer Verbindung muss die Voidtech-Anlage an eine Kolonie angeschlossen werden, damit ich direkt auf ihren Hauptrechner zugreifen kann. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir haben in der Nähe eine neue Kolonie gegründet, damit wir den Sektor mit dem Wahrzeichen daran anschließen können. Okay. Also nehmen wir doch nicht das, sondern den hier. Landmarks are remnants of powerful star union structures. There are three kinds of landmarks: bronze, silver and gold, with increasing economic value. Wahrzeichen verfügen über eine innere Bewirtschaftung, wobei Gold- und Silberwahrzeichen automatisch als Stufe 5 Sektoren zählen. Wahrzeichen schalten spezielle Doktrinen und Koloniestrukturen frei, sobald sie angeschlossen werden. Gold- und Silberwahrzeichen müssen erst betreten werden, damit die darin befindlichen Wachen besiegt werden können. Nur eine einzelne Armee kann in eine Konstruktion eindringen, um gegen deren Bewacher zu kämpfen. Okay. Machen die das gleich. Und wir kümmern uns um das da unten. Dann macht es aber wahrscheinlich Sinn, wenn wir hier doch ein Produktionsding draus machen. Wobei das hier auch schon gebaut haben, ne? Na, gucken wir mal. Aber das sind alles Entscheidungen, die wir beim nächsten Mal treffen müssen. Wenn wir die erste Kampagne von Age of Wonders Planetfall weiterspielen. Und ja, lernen, wie das Spiel funktioniert. Man sieht, die Karte ist nicht groß, das heißt, die Kampagne wird auch bald vorbei sein.
Und ja, dann können wir uns der nächstgrößeren zuwenden. Genau, dann war es das für diese Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Grauton und ciao.